Geht es Ihnen wie mir? Brauchen Sie einen digitalen Upgrade für die vernetzte und komplexe Welt von morgen? Jemand, der uns helfen kann und eine klare Idee davon hat, wie wir Teil einer smarten digitalen Gesellschaft der Zukunft werden könnten, ist der Komplexitätsforscher Dirk Helbing. Hallo. Herr Helbing, guten Tag. Sind Sie ein Visionär? Das ist schwer zu beurteilen. Ich befasse mich einfach mit Fragen der Gesellschaft und der technologischen Entwicklung, wie diese zwei Dinge zusammenspielen, also die Technologie, unsere Gesellschaft und Wirtschaft verändern wird. Und insofern muss man schon den Blick in die Zukunft wagen. Natürlich kann man die nicht genau voraussagen, aber es gibt schon verschiedene Szenarien, die man durchspielen kann. Wenn Sie sagen Szenarien, die man durchspielen kann, dann hat das so etwas mit einer Art von Weltsimulation zu tun. Naja, im Grunde genommen wird daran gearbeitet, denke ich. Und die Computersysteme heutzutage sind eben extrem leistungsfähig und es werden auch immer mehr Daten verfügbar. Und gleichzeitig steht die Menschheit natürlich vor riesengroßen Problemen. Das heißt, da liegt es nahe, diese Daten und auch die Computerpower zu benutzen, um diese Probleme zu lösen. Mhm. Komplexitätsforschung, das tönt ja schon selbst kompliziert. Wie kommt man eigentlich darauf? Ja, nun gut. Ich meine, durch die Vernetzung wird die Welt immer komplexer. Und das macht sie natürlich auch interessant. Sie differenziert sich immer mehr aus. Die Märkte entwickeln immer mehr Produkte. Die Kultur wird immer diffiziler. Und die Interaktion zwischen den verschiedenen Kulturen. Aber gleichzeitig ist es auch der Motor der Innovation, der Motor des Fortschritts. Wie sind Sie selbst auf dieses Arbeitsfeld gekommen? Ja, ich hatte damals einen Professor, Manfred Schröder, der hat uns einfach sehr fasziniert und hat uns damals die Welt der komplexen Systeme näher gebracht. Also da ging es um Chaos und Fraktale, insbesondere um Selbstorganisation. Und das dieses Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Aber das war quasi der Physiker, der Helbing da spricht, aber so eine Art Erweckungsmoment, um in diese Sphären hineinzukommen. Ja, damals habe ich in Göttingen studiert. Ja, das hatte seinen Grund. Damals war Göttingen eine der großen Physikstädte. Berühmte Professoren waren dort gewesen in der Vergangenheit. Und so wollte ich eben über das Kleinste und das Größte im Universum lernen, wie die meisten Physikstudenten. Aber dann im Laufe der Zeit dachte ich mir, es wäre vielleicht schön, sich auch mit der realen Welt mehr auseinanderzusetzen. Und um diese Zeit gab es Konflikte in Göttingen zwischen Neonazis, es war lange bevor man über das Problem diskutiert hat, und Autonomen. Und zwischen denen gab es immer wieder Zusammenstöße, auch die Polizei griff gelegentlich ein. Und einer dieser Polizeieinsätze lief schief in gewisser Weise. Es kam jemand ums Leben und das hat eine große Empörung in der Öffentlichkeit ausgelöst. Es gab riesige Demonstrationen. Diese Demonstrationen gingen anders aus, als die große Öffentlichkeit erwartet hatte. Also es gingen Scheiben zu Bruch. Es gab riesige Diskussionen hinterher. Man wusste eigentlich nicht, wie mit der Situation umzugehen sei. Und dann gab es eben im Theater öffentliche Diskussionen über Konflikte und Gewalt und was eigentlich die richtige Art und Weise sei, mit diesen Dingen umzugehen. Und mir wurde klar, dass die Teilnehmer aneinander vorbeireden. Und damals habe ich den Entschluss gefasst, man muss das Thema wissenschaftlich angehen. Und gesagt, getan. Ich habe dann angefangen, eben auch Psychologie- und Soziologiekurse zu nehmen und habe mir überlegt, was möchte ich mit meiner Diplomarbeit machen und habe dann viele Arbeiten studiert und drei Themen standen am Ende zur Auswahl, die ich interessant fand. Das eine war Wettrüsten, das andere Gruppendynamik und das dritte Fußgängerströme. Und das dritte Thema war im Grunde genommen jenes, was ich am meisten für eine Physik-Diplomarbeit eignete und deswegen habe ich das begonnen. Das war damals eigentlich noch kein richtiges Forschungsthema, schon gar nicht in der Physik, aber später, 10 Jahre später, war das ein großes Thema und es ist ja dann tatsächlich auch in praktische Anwendungen gemündet. Also heutzutage gibt es Software, um Großveranstaltungen zu planen, die zum Teil eben auch unsere Modelle benutzt und andererseits haben wir auch in Mekka zum Beispiel uns die Lage angeschaut, um Massenunglücke in Zukunft möglichst zu vermeiden. Also viel wurde da
umorganisiert. Also das heißt, Sie haben wie ein Gerät, ein Tool entwickelt, mit dem Sie die Massenströme so steuern können, dass weniger Unfälle passiert. Also dieses Tool gibt Ihnen eine gewisse Macht. Wie ist es, wenn man, Sie nennen das manchmal auch eine Art von Kristallkugel, wenn man so eine Kristallkugel hat, was gibt einem das für ein Gefühl? Nun ja, wir selber haben keine Kristallkugel, da darf ich Sie beruhigen. Und der Plan ist auch nicht, eine solche zu bauen. Das wurde uns manchmal nachgesagt. Aber unser Ansatz ist eigentlich ein anderer. Dennoch ist es wichtig, glaube ich, über diese Möglichkeit oder Unmöglichkeit, eine Kristallkugel zu bauen, zu reden. Denn das hat wesentliche Implikationen für unsere Gesellschaft. Mhm. Ja, also große Staaten sind natürlich in der Lage, unglaublich mächtige Informationstools zu bauen. Die Frage ist, ja, was passiert da eigentlich? Also das heißt, Sie als Wissenschaftler, als Forscher arbeiten mit diesen Informationsströmen, mit dieser Information, die da ist. Sie kennen die Chancen und die Gefahren. Sie sagen, dass wir in einer technischen Revolution drin stecken. Wie muss man sich diese technische Revolution ganz konkret vorstellen? Ja, vielleicht ist es ganz nützlich, mal zurückzuschauen, wie das begann vor einigen Jahrzehnten. Ja, der Computer wurde erfunden, aber zu der Zeit hat IBM-Chef Watson noch geglaubt, dass es vielleicht einen Weltmarkt für fünf Computer gibt. Wann war das? Ja, 50 Jahre zurück bestimmt, wenn nicht mehr. Und dann muss man natürlich sagen, das ist ein großer Irrtum. Woran lag das? Ja, man hat irgendwann begonnen, die Computer miteinander zu vernetzen. Zunächst gab es ARPANET, ein militärisches Netzwerk. Und das wurde dann aber geöffnet, das Internet entstand. Und schließlich kam Tim Berners-Lee, der war übrigens am CERN hier in der Schweiz, und hat ein Protokoll entwickelt, um letzten Endes Webseiten miteinander zu vernetzen. Das World Wide Web war erfunden. Und das hat das Internet letzten Endes erschlossen für Nicht-Experten. Plötzlich entstand ein Multimilliardenmarkt, also die digitale Ökonomie wurde dadurch möglich. Und dann schließlich, vor nicht einmal 10 Jahren hätte das der Bürger eigentlich gedacht, dass das passieren würde, kamen eben einerseits iPhones und Tablets und so weiter, aber eben auch Twitter und Facebook, also soziale Netzwerke. Und wir sind eigentlich alle ein Bestandteil dieses riesengroßen globalen Informationssystems geworden. Und zwar sind wir einerseits nun Nutzer, aber andererseits eben auch Datenlieferanten, Prozessoren in gewisser Weise und auch Produkte. Und das kann man natürlich kritisieren. Aber das heißt, aber wir sind, das Internet kam uns immer näher, kann man sagen. Aber wir sind, also Sie haben die zwei Players genannt, die Ökonomie, die Wirtschaft, das Militär, der Staat und jetzt wir alle. Oder? Genau. Und wie sind wir alle damit eingebunden? Ja, im Grunde genommen ist es so, dass mit jeder Aktivität, die wir heutzutage machen, Daten entstehen. Und auch dann, wenn wir unser Leben nicht im Netz veröffentlichen, also über Facebook zum Beispiel, entstehen unglaublich viele Daten. Ja? Beim Shoppen, indem wir uns bewegen mit unseren Smartphones und so weiter und so fort. Und viele dieser Daten werden eben auch abgegriffen, wenn wir nicht damit einverstanden sind. Also auf unserem Laptop oder Computer sind, sagen wir, 20 Prozesse unterwegs, die mitschreiben, was wir tun. Ja, Cookies und Supercookies zum Beispiel. Und jeder Klick wird im Grunde genommen aufgezeichnet. Die Firmen, die das tun, sind oft kleine, unbekannte Firmen. Aber die verkaufen diese Daten weiter an alle anderen Firmen, wahrscheinlich auch an öffentliche Institutionen, vielleicht auch an die Geheimdienste. Also es werden riesige Datensammlungen geschaffen. Und das dient einerseits natürlich der Profitmaximierung, also die Produkte besser an den Mann und die Frau zu bringen. Und dafür muss man quasi wissen, wer interessiert sich für was. Also da sind wir mitten schon in den Risiken drin, die Sie skizzieren, aber noch einmal auf die Maschinerie gewissermaßen. Also diese künstliche Intelligenz, wie lange geht es noch, bis der Computer wirklich das Hirn, das menschliche Gehirn überrollt hat in seiner Kapazität? Ja, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Also Ray Kurzweil hat prognostiziert, dass das in etwa 10 Jahren der Fall sein wird. Es gibt ja auch ohne
auch dieses Human Brain Projekt hier in der Schweiz, nicht ohne Grund. Manche glauben, dass es vielleicht 25 Jahre dauern wird und manche glauben, dass es vielleicht schon in 5 Jahren der Fall sein wird. Aber es wird passieren. Im Grunde genommen ist es so, dass Firmen wie IBM, wie Google, Apple und wahrscheinlich auch öffentliche Institutionen an künstlicher Intelligenz im großen Maßstab arbeiten. Sie sagen wahrscheinlich. Darüber wird nicht viel geschrieben. Jetzt gab es gerade von Baidu eine kurze Pressemitteilung, das ist die große chinesische Suchmaschine, dass sie nach militärischen Finanzmitteln sucht und Kooperationen, um letzten Endes eine künstliche Intelligenz im großen Maßstab zu bauen. Und man darf sich natürlich fragen, ob das nicht anderswo auch schon gemacht wurde, möglicherweise seit vielen Jahren. Es gibt ja seit einiger Zeit jetzt einige alarmierte Stimmen von Leuten, die sicherlich sich gut auskennen. Elon Musk zum Beispiel von Tesla Motors, aber auch Bill Gates oder Stephen Hawking. Ja, manche meinen, das sei die größte Bedrohung der Menschheit. Mhm. Und wenn ich das vor 3 Jahren das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist wirklich lächerlich. Ja. Heutzutage muss man das wahrscheinlich doch ernster nehmen. Aber das heißt, eigentlich die Gefahren, die liegen darin, dass die Maschinen uns vom Sockel als Krönung der Schöpfung stoßen werden und die Macht übernehmen? Ja, ob sie die Macht übernehmen, das ist eine andere Frage. Zunächst einmal brauchen wir, glaube ich, tatsächlich Informationssysteme, die uns assistieren, weil die Welt tatsächlich komplexer geworden ist. Und IBM zum Beispiel arbeitet am Cognitive Computing. Und das sind letzten Endes Systeme, die einfach viel mehr Informationen verarbeiten und überschauen können, als es ein Mensch kann. Ja, die ganze medizinische Literatur, es sind ja Zehntausende von Veröffentlichungen. Kein Mensch kann das lesen. Ein solcher Computer kann es innerhalb von 15 Minuten einlesen und folglich dann eben auch all dieses Wissen ausnutzen, das Menschen über Jahrzehnte hinweg produziert haben. Die Idee ist aber nicht, dass diese Maschinen die Ärzte ersetzen, sondern dass sie sie unterstützen. Und das wird bei anderen Berufsgruppen auch der Fall sein. Aber werden da nicht Tausende, Millionen von Jobs gestrichen werden in dieser Entwicklung? Ja, also sicherlich stellt sich die Frage, Entschuldigung, sicherlich stellt sich die Frage, wie sich das Ganze entwickelt. Und viele Leute in der IT-Industrie im Silicon Valley sehen da tatsächlich das Problem, dass die Prozesse, die wir heutzutage eben als Menschen selber machen, immer stärker automatisiert werden können und viele von den Jobs, die wir heutzutage wahrnehmen, von Computern oder Algorithmen oder Robotern wahrgenommen werden. Also in etwa 20 Jahren muss man damit rechnen, dass 50% der industriellen Jobs und 50% der Servicejobs verloren gehen. Und dann würde das bedeuten, dass alle 3 klassischen Sektoren unserer Ökonomie, das heißt die Landwirtschaft, Industrie und Service, weniger als 50% der Jobs zur Verfügung stellen. Es müssten also mindestens 50% neue Jobs im digitalen Sektor entstehen. Das ist also der neue Sektor, der jetzt quasi die alten herausfordert, weil jetzt plötzlich viele Dinge auf neue Art und Weise organisiert werden können. Viel, viel, viel effizienter. Das würde heißen, also hier sind wir in einer gesellschaftlichen Revolution drin. Das wird sicherlich die Wirtschaft völlig umkrempeln. Ich denke, viele Bereiche in unserer Gesellschaft auch. Also die Art und Weise, wie wir shoppen, hat sich schon lange geändert. Aber eben auch die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, wenn wir dann selbstfahrende Fahrzeuge haben. Vielleicht werden uns die Güter, die wir im Internet bestellen, irgendwann mit Drohnen geliefert. Das ist durchaus machbar. Dann ist es natürlich so, dass wir in der Wissenschaft jetzt zunehmend auf Daten, zum Teil auch Big Data, zurückgreifen können. Das ändert auch letzten Endes die Erkenntnisprozesse, die Methoden, die wir anwenden. Wir werden sehen, dass personalisierte Medizin wichtig wird. Die wird uns helfen, Menschen gezielter zu behandeln, weil jeder reagiert unterschiedlich auf Medikamente, jeder hat unterschiedliche Nebenwirkungen. Insofern kann man die Medikamente viel besser einstellen auf Personen und vielleicht sogar
verhindern, dass man krank wird, indem man besser sozusagen die Symptome sieht, die möglicherweise zu einer Krankheit führen. Also das heißt, es gibt Prozesse, die Sinn in die Daten hineingeben, in einem positiven Sinn. Was aber, wo sind die Grenzen von Big Data? Was kann es nicht? Es gibt einige Herausforderungen von Big Data. Ich meine, es ist eine Technologie wie andere Technologien. Das heißt, es gibt auch unerwünschte Nebenwirkungen. Ein Problem ist, dass mehr Daten nicht unbedingt bedeutet, dass man bessere Erkenntnisse gewinnt. Es gibt das Problem, dass Overfittings, dass also letzten Endes die Modelle an Zufälligkeiten angefittet werden und das hat dann nachher nichts zu bedeuten. Also man spricht in diesem Zusammenhang von spurious correlations, das heißt von irgendwelchen Zusammenhängen, die nachher gar nichts zu bedeuten haben. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, nun gut, wenn wir abends uns den Himmel anschauen, dann glauben wir da gewisse Sternzeichen zu sehen. Und das sind natürlich Muster, die wir da hineindeuten, aber die letzten Endes nach wissenschaftlicher Meinung nichts zu bedeuten haben. Und das Gleiche kann letzten Endes eben auch passieren mit Big Data. Aber ein viel größeres Problem ist eigentlich, dass man gute und schlechte Risiken voneinander trennen möchte. Ja? Gesundheitsrisiken oder Kreditausfallrisiken oder was auch immer. Oder ob jemand ein Terrorist ist oder nicht. Und es stellt sich eben heraus, dass man meistens keine klare Trennung vornehmen kann. Das heißt, es gibt immer Zweifelsfälle und damit entstehen Fehler, sogenannte Fehler erster und zweiter Art, also Fehlalarme, wo jemand für einen Terroristen gehalten wird, obwohl er es gar nicht ist. Oder Situationen, wo jemand tatsächlich ein Terrorist ist, aber eben nicht als solcher rechtzeitig erkannt wurde. All diese Fälle hatten wir natürlich in der Vergangenheit. Aber auch für den normalen Bürger hat das letzten Endes Implikationen. Also nehmen wir mal das Beispiel Versicherung oder Kredit. Ja? Da ist es nun natürlich möglich, dass man viel besser einschätzt, wie sich Lebensumstände auswirken können auf gesundheitliche Risiken oder eben auch auf den Ausfall des Kredits. Und da spielen dann möglicherweise unabsichtlich auch Variablen hinein, die wir eigentlich gar nicht unterscheiden möchten. Mhm. Wie zum Beispiel, wir möchten Frauen nicht diskriminieren dafür, dass sie beim Kinderkriegen sozusagen zusätzliche Gesundheitskosten verursachen, sondern also keine größere Gesundheitsprämie bezahlen. Genauso wollen wir nicht Menschen diskriminieren nach Ethnizität oder nach Religion oder nach sexueller Orientierung oder dergleichen. Aber all diese Dinge könnten quasi bei den Big Data Algorithmen nachher eine Rolle spielen und für den Preis, den ich bezahlen muss oder ob ich eben eine Krankenversicherung bekomme, die ich haben möchte oder den Kredit oder nicht, ohne darüber hinaus. Ja. Aber Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Das heißt, Big Data macht uns nicht krisensicher, weil es diese Unschärfen oder diese nicht klaren Konsequenzen aus den Daten immer noch gibt. Naja, es ist wie bei jedem Instrument. Man kann es für gute und für schlechte Zwecke gebrauchen und unter Umständen stellt sich erst hinterher heraus, ob es gut oder schlecht war. Aber jetzt zum Beispiel ganz konkret ist Partnersuche übers Internet. Ja. Also das heißt, ich kann ja meine Daten eingeben und suche den idealen Partner und wenn ich hier aber nicht sicher bin, was passiert, dann bekomme ich den Falschen oder die Falsche. Ja, das ist natürlich ein Risiko, was in allen Bereichen passieren kann. Ich wollte aber auf einen Punkt noch zu sprechen kommen, der eigentlich viel wichtiger ist, dass nämlich letzten Endes unser soziales Umfeld da auch mit eingeht in alle diese Berechnungen. Das heißt, obwohl ich vielleicht meine Nachbarn nicht gesehen habe, mit denen gar nichts zu tun habe, beeinflussen die letzten Endes die Angebote, die ich bekomme.
also auch die Kaufangebote. Und insofern ist es so, dass hier Dinge in mein Leben hineinspielen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Damit verliere ich sozusagen Autonomie über mein Leben. Und aber das ist letzten Endes die Gefahr, wenn wir die Daten so verwenden, wie wir es heutzutage tun, weil da nämlich die informationelle Selbstbestimmung nicht umgesetzt aber ist. Wie beeinflusst die Nachbarschaft mein Verhalten? Ja, es kann zum Beispiel sein, dass da irgendein Nachbar den Kredit nicht zurückgezahlt hat und dass man dann daraus schließt, ja, möglicherweise liegt das an der Nachbarschaft, ja, vielleicht ist es das soziale Umfeld und möglicherweise gibt es dann in Zukunft auch weitere Ausfälle. Und das wirkt sich dann so aus, dass man dann eine höhere Prämie, also höhere Zinsen bezahlen muss. Ja. Sie haben es ein bisschen skizziert, quasi die wer von Daten spricht heutzutage, Sie sprechen davon, dass es das Erdöl des 21. Jahrhunderts ist, dass es sehr starke finanzielle Interessen dahinterstehen, dass es um Macht geht, um Power. Die Privatsphäre, das ist für uns alle quasi der heiße Punkt. Gibt es Schutz in diesem System drin? Oder müssen wir die Privatsphäre fahren lassen als altmodisches Konzept? Ja, das sind jetzt sehr viele Themen gewesen. Ich denke, die müssen wir einzeln beleuchten. Zum einen ist es tatsächlich so, dass mit Daten nun völlig neue Geschäftsfelder aufkommen, völlig neue Möglichkeiten. Und das ist natürlich interessant für ressourcenarme Länder, wie zum Beispiel europäische Länder. Ja, Daten produzieren auch praktisch keine Umweltverschmutzung. Ja, Energieverbrauch scheint doch vertretbar zu sein. Und insofern ist es schon letzten Endes ein sehr interessanter ökonomischer Bereich. Es ist auch ein Bereich, wo es sozusagen keine Begrenzungen gibt, wie wir sie in der materiellen Welt haben. Denn Daten lassen sich so oft wir wollen reproduzieren. Ja, es lassen sich virtuelle Welten schaffen, Spielewelten zum Beispiel. Und es gibt immer mehr Menschen, die tatsächlich auch mit diesen Spielewelten, den virtuellen Welten Geld verdienen. Also da entstehen völlig neue Wirtschafts- und soziale Kosmen im Grunde genommen. Ja, digitale Kosmen, die sind aber vernetzt mit unserer Welt. Also sehr interessante Möglichkeiten und Perspektiven, die man sich sicherlich nicht entgehen lassen kann. Der Staat nicht, die Wirtschaft nicht und der Bürger möchte das auch nicht. Nun ist eben die Frage, welchen Preis muss man dafür zahlen? Und das hängt wiederum davon ab, wie wir die Daten benutzen, das heißt, wie wir die Informationssysteme organisieren. Und ich denke, dass wir da tatsächlich auch einiges besser machen können und müssen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. War die Affäre um Snowden und so etwas wie ein Augenöffner, wie so ein Moment, wo wir alle gemerkt haben, uiuiui, da passiert etwas, wo wir überhaupt nicht uns bewusst waren, eine Entwicklung, die wir sogar verschlafen haben. Ja, das ist sicherlich so. Europa, glaube ich, hat lange die Gefahr, aber auch die Möglichkeiten der digitalen Technologien nicht erkannt. Man hatte seine eigenen Geschäftsfelder und Stärken und hat sich halt gesagt, man kauft ein, wo man nicht so stark ist. Und lange Zeit hat das ja auch funktioniert, bis man dann gemerkt hat, dass man eigentlich verwundbar ist. Ja? Verwundbar einerseits in der Geschäftswelt, gibt wahrscheinlich fast kein Unternehmen, wo die Computer nicht schon gehackt worden sind. Also gab auf dem letzten World Economic Forum wohl ein Zitat, es gibt solche Firmen, die gehackt worden sind und solche, die es noch nicht wissen. Und Cyberkriminalität hat nun ein Ausmaß angenommen, das kostet 3 Billiarden Dollar pro Jahr und steigt weiter exponentiell an. Aber gleichzeitig gibt es auch noch das Problem des möglichen Cyberwars. Das heißt, dass unsere kritischen Infrastrukturen einfach abgeschaltet werden könnten oder manipuliert werden könnten. Und das sind natürlich unglaubliche Gefahren, mit denen man sich nun auseinandersetzen muss. Und insofern stellt sich schon die Frage, ja, kann man sich da so stark von anderer Technik abhängig machen? Ja, wir wissen, dass die Cloud nicht mehr sicher ist, dass die Harddisks nicht mehr sicher sind, dass die Verschlüsselungstechniken nicht mehr sicher sind, damit auch die Finanztransfers. Neulich wurde 1 Milliarde mit einem Cybercrime-Deal
von Banken gestohlen. Also es ist schon gefährlich geworden. Und wer passt auf uns auf? Wer versucht zu kontrollieren? Ja. Sind Sie das? Nein, ich meine, im Grunde genommen müssen wir alle auf uns aufpassen, aber der Staat hat natürlich eine besondere Verantwortung für uns. Ja. Und gibt es die Polizei, die Cyberpolizei, die Mittel hat? Hat die Justiz die Mittel, um einzugreifen? Naja, es werden ja neue Gesetze geschaffen die ganze Zeit. Die Frage ist, ob das der richtige Ansatz ist, den wir verfolgen. Mhm. Ja. Aus meiner Sicht ist es so, dass es eigentlich zwei mögliche Ausformungen gibt der digitalen Gesellschaft. Die eine ist sozusagen die Top-Down-Variante, wo man alle Informationen zentral sammelt. Das ist so, wie es funktioniert. Das ist das, was wir eigentlich zunehmend sehen. Ja, und ich glaube, das müssen wir nachher auch nochmal diskutieren, ob das tatsächlich gut ist oder was die Gefahren sind für unsere Gesellschaft. Und dann gibt es die Möglichkeit der Bottom-up-Koordination, also dass jetzt Informationstechnologien uns Bürgern helfen, miteinander eben Dinge zu koordinieren, unsere Nachbarschaft, unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. In Zukunft werden wir uns vielleicht selber beschäftigen müssen, weil ja viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Und das sind die zwei verschiedenen Alternativen. Und die müssen wir jetzt mal gedanklich durchspielen. Sehr gerne. Aber vielleicht noch am Anfang, weil wir noch bei der Privatsphäre waren und wenn man von unten nach oben, also wenn ich muss ja wieder Vertrauen haben in dieses System der Informationsflüsse. Ja. Und das heißt, ich muss für meine Daten selber zuständig sein und ich muss selber entscheiden können, was mit diesen Daten passiert. Ja, es gibt ein sehr interessantes Urteil, das ich empfehle zu lesen, das Volkszählungsurteil in Deutschland. Das hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie wichtig ist eigentlich informationelle Selbstbestimmung nicht nur für den Einzelnen, für die Selbstentfaltung, sondern auch für die Gesellschaft. Und das Ergebnis ist, sie ist essentiell tatsächlich, für das Gemeinwohl auch. Und das haben wir heutzutage nicht umgesetzt. Wir haben eigentlich keinen Überblick über all die Informationen, die über uns gesammelt werden, was mit den Informationen gemacht wird. Um das zu ändern, also um unsere demokratischen Grundrechte umzusetzen, müsste man hier eine Technologie entwickeln, die man oft als persönliches Datenpostfach bezeichnet. Also da würden alle Daten, die über einen anfallen, in dieses Postfach geschickt werden müssen. Das ist wie mein Tresor. Ja, genau, ein Datentresor, wo alle persönlichen Daten hingeschickt würden. Und dann ist es so, dass man das administrieren kann. Man könnte also zum Beispiel einstellen, dass meine Shopping-Daten von Unternehmen zugegriffen werden können, damit die mir interessante Angebote machen können. Oder ich könnte einstellen, dass ich meine sozialen Mediendaten, meine Kontakte teilen möchte mit meinen Freunden und meine medizinischen Daten mit meinem Hausarzt. Und dann gibt es vielleicht irgendwelche Daten, die ich mit niemandem teile. Aber das heißt auch, ich könnte meine Daten auch verkaufen. Also sagen. Genau, das ist eigentlich die Perspektive, auf die es hinausläuft. Es gibt vom World Economic Forum einen Bericht, der empfiehlt, eben tatsächlich die persönliche Selbstbestimmung zu stärken, aber eben auch die Bürger fair an den wirtschaftlichen Gewinnen, die man mit ihren persönlichen Daten erzielt, zu beteiligen. Und damit würden natürlich auch hier neue Einnahmequellen für den Bürger entstehen. Die braucht es, weil, wie gesagt, in Zukunft viele klassische Jobs verloren gehen werden. Und insofern müssen wir uns tatsächlich darauf konzentrieren, um unsere Gesellschaft stabil zu halten, dass hier neue Möglichkeiten für neue Jobs und für die Bürger entstehen. Also das heißt, ich werde meine kleine Datenfirma und kann mit meinen Daten dealen. Ja. Jetzt gibt es vielleicht noch eine Frage, kann ich auch Daten löschen? Ja, sie zum Verschwinden bringen? Das sollte eigentlich möglich sein. Oder man macht es so, dass die Daten standardmäßig verschlüsselt sind und dass die Daten gar nicht sichtbar sind, die nicht aufgeschlossen werden. Ja, also sicherlich kann man da über verschiedene technologische Varianten diskutieren. Da gibt es natürlich Leute, die sich in diesen Details noch besser auskennen als ich.
Aber jedenfalls ist hier Handlungsbedarf und soweit ich das übersehe, gibt es da auch weitgehend Einigkeit zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und den Bürgern. Also informationelle Selbstbestimmung ist quasi wirklich ein Kerngebiet, wo Handlungsbedarf besteht. Gibt es denn Alternativen, dass man sagt, wenn man jetzt alles frei geben würde, einfach auch, also ich habe das bei Jeremy Rifkin gelesen, man kann sagen, alles ist frei, Privatsphäre ist sowieso eine relativ junge Erfindung, ganz lange hat die Menschheit ohne das gelebt, wir löschen das jetzt mal weg und nehmen das raus und dann plötzlich sackt der ganze ökonomische Druck sackt zusammen und dann haben wir ein ganz neues Spielfeld vor uns. Ja, das ist eine Variante, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wirklich die totale Transparenz die Lösung ist. Denn letzten Endes ist es so, Minderheiten sind immer verwundbar. Aber andererseits baut unsere Gesellschaft doch sehr stark auf Minderheiten auf. Ja? Ich meine, Politiker sind Minderheiten, Milliardäre sind Minderheiten, Erfinder, Professoren, Intellektuelle, Künstler, viele Berufsschichten, ja, auch Juristen, ja, da möchte man eigentlich nicht, dass Druck ausgeübt wird, sondern die müssen tatsächlich unabhängig nach ihrem besten Wissen und Gewissen agieren können, damit sie den größten Nutzen für die Gesellschaft erzeugen können. Aber Ihre Vorstellung, also wenn man sagt, also das Sammeln und von oben nach unten, sehr streng hierarchisch, klassisch, wie man das kennt, wie es funktioniert, über den Staat, über die Firmen. Und jetzt von unten käme so etwas wie eine Bewegung, müsste das ja sein, oder? Etwas, was wir alle zusammen wollen. Wer könnte solche Prozesse in Bewegung setzen? Sind das dann wieder neue Formen von Kollektiven? Also nicht kleine Minderheiten, die einzeln kämpfen, sondern dass man sich irgendwo in seinen Common Sense begibt und sagt, jetzt wollen wir von unten nach oben wachsen. Ja, ich denke, diese Dinge passieren tatsächlich auch schon. Ja, die kann man natürlich nicht irgendwie forcieren. Ja, die kann man nur sozusagen unterstützen durch entsprechende Technologien, die es dann eben einfacher machen, dass sich Leute selber organisieren, dass sie ihre Nachbarschaft schöner machen, ihr berufliches Umfeld irgendwie besser organisieren können. Und vielleicht auch tatsächlich irgendwann smartere Cities und smartere Gesellschaften gemeinsam gestalten können. Denn es gibt natürlich einen Bereich, wo die Politik und die Wirtschaft nicht hinreichen. Ja, das ist eben tatsächlich die untere Ebene des Bürgers. Da sind viele unausgeschöpfte Potenziale. Also es gibt zum Beispiel ein Strategiepapier von der New York Times, das sagt, dass der Leser eigentlich der am schlechtesten genutzte Ressource ist. Ja, warum ist das jetzt plötzlich eine Ressource? Ja, früher waren wir Kunden. Ja. Ja, wir tragen im Grunde genommen zu dem Informationsfluss bei. Wir kommentieren die Nachrichten, wir verbinden die Nachrichten miteinander, wir verbreiten Nachrichten und so weiter und so fort. Und so werden wir das in allen verschiedenen Lebensbereichen haben. Also Bürger werden wichtig werden, um bessere Produkte zu entwickeln. Im Laufe der Zeit werden also Unternehmen lernen, besser herauszufinden, für welche Produkte und Produkteigenschaften wir uns wirklich interessieren. Es gibt auch Plattformen, wo man Konsumenten die Möglichkeit gibt, selber Produkte mitzugestalten. Ja? Aber das sind ja alles jetzt, soll ich sagen, die Verheißungen von auch Big Data, was man mit den Informationen machen kann. Die Gefahren haben wir kurz skizziert. Aber solange doch wir zweifeln müssen, solange das von oben nach unten geht und solange ich über meine eigene Privatsphäre nicht verfügen kann, sind doch hier die Zweifel omnipräsent. Und das heißt, solange würde ich nicht mitspielen wollen bei irgendwelchen Versuchen mit meinen Daten oder noch nicht mich selber als Firma und meine Daten als Gut verkaufen. Wie passiert dieser Shift und wo treffen sich diese beiden Sphären? Oder ist das? Ja, vielleicht noch ein Wort zur Privatsphäre zunächst. Da gibt es ja in Amerika eine weit verbreitete Meinung, dass es ein veraltetes Konzept sei. Und letzten Endes halt jetzt an sein Ende kommt.
Ich glaube nicht, dass die Privatsphäre eine versehentliche Konzession an den Bürger war, sozusagen ein Fehler. Und jetzt müsste man das wieder korrigieren, um sozusagen die Möglichkeiten von Daten für die Gesellschaft und die Wirtschaft zu nutzen. Privatsphäre aus meiner Sicht ist ein wichtiges Funktionsprinzip der Gesellschaft. Also Öffentlichkeit ist sozusagen die Kehrseite der Medaille zur Privatheit. Die können nicht unabhängig voneinander funktionieren. Wenn es keine Privatheit mehr gäbe, dann gäbe es entweder eine schamlose Gesellschaft oder eine totalitäre Gesellschaft in der Perspektive. Das ist meine Einschätzung. Und insofern ist auch in Zukunft Privatsphäre wichtig. Sie ist insbesondere eben auch der Ort, wo neue Ideen entstehen können, wo man neue Sachen ausprobieren kann. Und das heißt, es ist eine wichtige Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit. Aber da müsste es doch auch eine Alternative zur Überwachung geben. Also solange es Überwachung gibt, ja, ich denke, versuche ich zurückzukrebsen, um meine Privatsphäre zu schützen. Ja, ich denke tatsächlich, dass unsere Gesellschaft auch in Zukunft auf Vertrauen aufbauen muss. Ja? Eine Wirtschaft und eine Gesellschaft ohne Vertrauen funktioniert nicht. Es wurde ja oft gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und in diese Richtung laufen wir, aber das scheint mir ein großer Irrtum zu sein. Und man kann die Finanzkrise im Grunde genommen als Beispiel für eine Vertrauenskrise deuten. Und die hat uns 14.000 Milliarden Dollar gekostet. 14.000 Milliarden Dollar. Und insofern kann man sehen, wie viel unsichtbare Faktoren wie Vertrauen wert sind. Ja, man bezeichnet das oft als eine Form von sozialem Kapital. Und insofern muss man eigentlich sich mehr mit der Frage beschäftigen, ja, wie viel wert sind eigentlich diese unsichtbaren Kräfte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und mit diesen Dingen beschäftigen wir uns an meiner Professur. Also da geht es letzten Endes nicht darum, die Welt top-down zu bauen, ja, so wie wir das oft gewohnt sind. Das verstehen wir gut. Ja. Das ist sozusagen das Prinzip der IKEA-Bauanleitung. Mhm. Ja. Eine lange Anleitung, die genau sagt, was wir machen müssen. Und wir wissen oft genug, geht irgendwas schief. Ja. Und das klappt nicht so richtig. Es gibt aber eben auch einen völlig anderen Ansatz, der auch zu sozialer Ordnung führt. Und der basiert auf Selbstorganisation, auf der Interaktion zwischen den verschiedenen Systemkomponenten. Und das sind eben die Bürger, die Firmen und so weiter und so fort. In der Ökonomie hat diese Denkweise auch eine lange Tradition, ist dort bekannt unter dem Stichwort die unsichtbare Hand. Nun wissen wir heutzutage, die unsichtbare Hand funktioniert leider nicht immer. Aber wenn sie funktioniert, ist sie sehr effizient. Sehr viel effizienter als diese Top-Down-Planung und Optimierung. Insofern muss man sich jetzt fragen, unter welchen Voraussetzungen funktioniert die Top-Down-Planung gut, die Optimierung und wann brauchen wir die Selbstorganisation. Mhm, ja? Aber im Moment glauben wir sozusagen daran, das scheint so der Trend zu sein, dass mit dieser Superintelligenz, die jetzt mehr und mehr verfügbar wird, irgendwann in der Perspektive alles perfekt von oben herab gesteuert werden kann. Also wie ein weiser König im Grunde genommen. Wenn man nur genügend Informationen hat, das ist die Idee. Und von der Idee her scheint es auch sehr plausibel zu sein. Und das ist die Art und Weise, wie Singapur funktioniert. Und es gilt heutzutage für viele Staaten als Vorbild. Weil es hat eine enorme Entwicklung zurückgelegt innerhalb von kurzer Zeit. Große ökonomische Wachstumsraten und so weiter. Und insofern wird oft die Frage gestellt, sind nicht unsere Demokratien veraltet? Brauchen wir nicht was Neues? Und wenn man sich anschaut, wie groß die Staatsschulden sind, dann könnte man vielleicht zu dem Schluss kommen, ja, so können wir das auf die Dauer nicht weitermachen. Wir müssen effizienter werden. Es muss sich etwas ändern. Aber dieses Ändern, in welchem Zeitrahmen, also wie viel Zeit bleibt uns, um etwas zu ändern? Ich denke, wir werden tatsächlich in wenigen Jahren dramatische Änderungen sehen. Ja, 10, 20, 30 Jahre.
Und in dieser Zeit werden viele Institutionen grundlegend anders organisiert werden. In diesem Zusammenhang spielt dann vielleicht auch dieser TISA-Dienstleistungsvertrag, den man zwischen verschiedenen Ländern abschließt, dann eine Rolle. Was ist das? Das ist letzten Endes ein globales oder ja, nicht ganz globales, aber ein internationales Abkommen, wo es um Dienstleistungen geht, die Unternehmen anbieten können und unter anderem eben auch aus anderen Ländern. Also es wäre also denkbar, dass die Personalbuchhaltung, Finanzbuchhaltung eines Unternehmens aus einem anderen Land gemacht wird oder vielleicht sogar eine Verwaltung aus einem anderen Land organisiert wird. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Es ist nichts Genaues bekannt über den Vertrag, aber es wären da auf jeden Fall völlig andere Organisationsformen denkbar. Das sind denkbar. Dinge, die schon passieren. Also unsere Informatiker in der Schweiz, die sind ja oft aus Indien. Also das ist schon so. Ja, ich denke, dass da erdrutschartige Entwicklungen tatsächlich auch vorgehen können. Ich meine, wir sehen das jetzt heutzutage mit Uber und Airbnb zum Beispiel, ja, wo manche Leute jetzt sehr erschrocken reagieren darüber, dass auf einmal der Taximarkt oder eben auch der Markt der Übernachtung von Geschäftsleuten oder eben auch Touristen völlig umgekrempelt wird innerhalb von wenigen Jahren. Und zwar auch mit einer großen Rücksichtslosigkeit. Da gibt es Gerichtsbeschlüsse in einigen Städten, die von Uber völlig ignoriert werden. Ja, und insofern muss man schon damit rechnen, dass diese Uberisierung in vielen Bereichen der Gesellschaft stattfinden könnte und dass am Ende Monopole unter Umständen ganze Bereiche bis hin eben auch zu Bereichen kontrollieren, die vielleicht früher öffentlich verwaltet aber wurden. Punkto Kontrolle, da wären wir vielleicht bei Ihrem Fachgebiet der komplexen Systeme. Sie haben Kontrolle geschaffen in Mekka, um die Pilgerströme zu leiten. Funktioniert? Ja, also es ist vielleicht mal ganz interessant, sich anzuschauen, wie das dort gemacht wurde. Da wurden viele Maßnahmen ergriffen. Also zunächst einmal wurden kreuzende Ströme von Pilgern und Gegenverkehr vermieden, um sozusagen Reibung aus dem System herauszuholen. Und wie vermessen Sie das? Oder woher kommen die? Das zunächst einmal eine Art und Weise, wie die Straßen genutzt werden oder die Wege, die zu der Yamarat-Brücke führen, wo eben diese religiösen Rituale ablaufen. Aber es wird natürlich letzten Endes gemessen, wie viele Leute unterwegs sind auf den Straßen. Und wenn die Kapazität ausgelastet ist, oder kurz bevor das der Fall ist, gibt es quasi eine Warnung. Und dann reagiert man adaptiv auf diese Echtzeitinformation, indem man Pilgerströme umleitet. Also Informationssysteme sind hier äußerst wichtig für eine Echtzeitanpassung an die jeweilige Lage. Und jetzt komplexere Systeme, also eine Wirtschaftskrise zu verhindern zum Beispiel, sind Sie da in der Lage, das? Also vielleicht sollten wir noch mal kurz, bevor wir auf diese dezentralen Ansätze eingehen, diese Idee mit diesem Waisenkönig noch vollends durchspielen. Mhm. Ja? Also zunächst einmal hört sich das sehr plausibel an. Wenn man nur alle Informationen hätte, dann könnte man ja doch immer die besten Lösungen finden und die könnte man dann umsetzen, top-down. Und im Grunde genommen vielleicht würde man das als Bürger gar nicht so sehr spüren, denn wir werden heutzutage in unseren Entscheidungen immer mehr beeinflusst durch Informationssysteme, personalisierte Informationen, die wir auf dem Handy oder Suchanfragen oder wenn wir nach einer Urlaubsreise suchen oder so bekommen. Und über diese personalisierten Informationen könnten wir im Prinzip bis zu einem gewissen Grade gesteuert werden. Ja? Dass das möglich ist, das wissen wir aus der Werbung. Also wir sind beeinflussbar und das könnte man im Grunde genommen auch in der Politik anwenden. Das nennt sich Nudging. Ja, dass man sozusagen dem Bürger so einen kleinen Stups gibt in eine Richtung, wie man das haben möchte. Und er würde sich dann vielleicht umweltfreundlicher verhalten oder was auch immer.
Das hört sich jetzt zunächst einmal aus Sicht des Staates sehr plausibel an, setzt aber voraus, dass der Staat immer beurteilen kann, was tatsächlich das Beste ist. Und eine Frage, die da enorm hineinspielt, ist eigentlich die Frage, welche Zielfunktion wählt man? Was optimiert man letzten Endes? Und da muss man sich für etwas entscheiden. Mhm. Aber das heißt, wenn man sich entscheidet, das ist ein kollektiver Entscheid. Dieser kollektive Entscheid muss auf einer Art von Kompetenz basieren. Also das heißt, man muss das System verstehen. Und wenn man es nicht versteht, weiß man nicht, wo man ansetzen muss. Wenn dieses System dermaßen kompliziert ist, dass selbst die Wissenschaft, also darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, dass man sagt, man kann Verkehr kann man leiten, das ist im Sinne von allen. Wenn jetzt aber komplexere Systeme nicht durch den Apparat oder die Maschine kontrollierbar sind, durch die Daten kontrollierbar sind, dann sind wir doch permanent in einem extremen Risiko drin, das wir eigentlich von Anfang an vermindern wollten. Darauf wollte ich hinaus. Also zunächst einmal, leistungsfähige Informationssysteme können natürlich zu globalen Entscheidungen führen. Und wenn die sich als falsch herausstellen im Nachhinein, ja, dann kann das natürlich katastrophale Auswirkungen haben. Ja, der Maßstab, in dem sozusagen dann auch die Maßnahmen ablaufen, ist das eine. Aber konkret, das heißt, die Krim-Krise zum Beispiel, hätten Sie mit genügend Daten und hätten Sie den Auftrag gehabt, hätten Sie verhindern können? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber auf die Frage von Problemen wie Konflikten und so weiter, würde ich nachher tatsächlich gerne noch ein bisschen eingehen. Ja. Aber vielleicht noch mal diese Limitation dieses weisen Königs. Also erstens mal, das Problem ist, die richtigen Daten zu haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen. In vielen Fällen wird das nicht der Fall sein, die richtige Zielfunktion zu wählen. Das ist natürlich im letzten Punkt ein politischer Entscheid. Darüber müssen dann eigentlich die öffentlichen Diskussionen geführt werden. Was wollen wir überhaupt optimieren, wenn wir das Falsche optimieren kann, das katastrophale Auswirkungen. Oder eben zu sagen, wer ist dieser weiße König? Ja, das ist natürlich. Das ist eben, das ist die große Frage. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es meiner Meinung nach eben nicht funktioniert. Denn viele Probleme, die wir tatsächlich in unserer Wirklichkeit haben, sind nicht von der Art, dass sie in Echtzeit optimiert werden können. Also deswegen der Verkehr zum Beispiel, noch einmal. Genau, der Verkehr kann nicht in Echtzeit kontrolliert werden. Das ist so. Also wenn wir tatsächlich alle möglichen Ampelschaltungen durchprobieren wollten, in Echtzeit, um herauszufinden, was die beste Ampelschaltung ist, dann könnten das Supercomputer heutzutage immer noch nicht lösen. Und das liegt an der starken Variabilität des Verkehrsflusses. Aber das macht mir schon ein bisschen schlechte Angst. Voraussagbarkeit. Also wenn ich habe gedacht, das ist noch ein relativ einzugrenzendes, komplexes System. Ja, würde man denken, absolut. Aber, aber wir haben die großen Herausforderungen, Klimawandel, die politischen, eben die Krimkrise, wir sind Syrien, wir sind ISIS, wir haben viele, viele komplexe Probleme, viele, viele Daten. Und Sie sagen mir, nein, wir kriegen das mit dem Verkehr nicht hin. Also habe ich doch sofort mein Vertrauen verloren, dass wir die anderen großen Baustellen irgendwo über Big Data oder über die Handhabe mit der Daten in den Griff bekommen? Ja, das ist eine Frage des Ansatzes. Also tatsächlich, das Problem, mit dem auch Daten und große Supercomputer nicht zurechtkommen, das ist Komplexität. Ja? Mhm. Die Komplexität explodiert im Grunde genommen noch schneller als die Datenvolumina. Und deswegen braucht es einen anderen Ansatz, und das ist die verteilte Steuerung. Mhm. Und in der Tat kann man das zeigen, dass man den Verkehr auf der Autobahn verbessern kann, dramatisch, indem man die Interaktion zwischen den Fahrzeugen verändert. Das kann man mit Fahrerassistenzsystemen machen. Genauso kann man im Stadtverkehr die Art und Weise, wie die Ampeln geschaltet werden,
ändern. Und zwar auf eine Art und Weise, dass die Verkehrsflüsse die Ampeln schalten, statt wie heute die Ampeln die Verkehrsflüsse steuern. Und das funktioniert viel, viel besser. Also ist viel effizienter. Wir sehen also mittlerweile in der Verkehrssteuerung einen Trend weg von diesen alten Telematiklösungen, wo man Verkehrszentren hatten, die versuchten, irgendwie alles zu steuern, zu optimieren, hin zu dezentralen Lösungen mit auch Fahrzeugkommunikation und so weiter und so fort. Und das müsste uns eigentlich etwas sagen darüber, wie wir komplexe Systeme erfolgreich managen. Das hat auch mit dem Internet der Dinge zu tun. Also dass jedes Auto, jedes Ding ist miteinander vernetzt. Das heißt, wir müssten noch mehr, also dieses Nervensystem müsste noch verästelter sein, um diese Weltsimulation herzustellen. Ja, aus meiner Sicht geht es nicht um die Weltsimulation, aber also das Internet der Dinge ist tatsächlich sozusagen die nächste große Technologiewelle, die nochmal einen Schub bringen wird, wo also letzten Endes Computer und Smartphones und Smartwatches und Sensoren aller Art noch ins Internet einbezogen werden. Und das ermöglicht es nun sozusagen, unsere Umwelt in Echtzeit zu messen. Und dann ist die Frage, was machen wir eigentlich mit diesen Informationen? Das kann uns nun helfen, bewusst zu werden über die Probleme, die es gibt. Aber wir können diese Daten sozusagen auch zurücksteuern auf das System, also Feedback-Mechanismen einführen. Für die Wirtschaft, für die Politik, für die Gesellschaft. Genau, in allen Bereichen, wo wir sozusagen eine Selbststeuerung ermöglichen, eine Selbstorganisation. Und das wäre dann im lokalen Maßstab, nach Prinzipien, wie wir sie in der Demokratie eben auch haben. Ja, also mit Beteiligung von unten. Und dafür braucht es letzten Endes nur lokale Interaktion. Da braucht es nicht die globale Datenbank, sondern wir brauchen diese Daten nur kurz zu messen. Und nachdem wir sie sozusagen nutzen für diese lokale Steuerung, können wir sie sogar schon wieder wegwerfen. Das ist also ein völlig anderer Ansatz als dieser Big Data-Ansatz, wie wir ihn heute haben, wo wir alle Daten der Welt an einem Ort zu versammeln versuchen, was meiner Meinung nach sehr gefährlich ist, weil es kann eben auch von kriminellen Terroristen, Extremisten irgendwann wahrscheinlich genutzt und missbraucht werden. Und deswegen bin ich sehr stark ein Verfechter der Dezentralisierung von Informationssystemen. Das ist meiner Meinung nach der sichere Ansatz. Und letzten Endes eben auch vereinbar mit den Prinzipien von Autonomie und Demokratie, die meiner Meinung nach keineswegs veraltete Konzepte sind, sondern jetzt konsequent auch weiterentwickelt werden müssen mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Das könnte für uns jetzt, also Sie haben vorhin einmal Europa erwähnt, oder? Also wir haben keine großen Ressourcen, aber es könnte eine Chance sein, mit unserem demokratischen Bewusstsein der Vergangenheit und vor allem vielleicht für uns Schweizer speziell, weil wir absolut, quasi, ja. Wer hat das erfunden? Ja, eben, die Schweizer, ja. Also absolut, das könnte ein schweizerisches Thema sein, genau, für die Zukunft. So sehe ich das, ja. Weil und da kann sich eben die Schweiz, da kann sich Europa eben auch absetzen mit dieser Herangehensweise von anderen Ländern. Denn wenn wir konkurrieren wollen im IT-Bereich mit dem Rest der Welt, dann müssen wir unseren eigenen Weg gehen. Wir können nicht das Gleiche 15 Jahre später machen. Was würde das die Schweiz kosten? Und das ist schwer zu sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie man das aufbaut. Ja, ich denke an ein System, das wir das Nervous Net oder planetares Nervensystem nennen, das würde also vom Bürger mitgestaltet werden können, so wie Wikipedia zum Beispiel oder OpenStreetMap. Und der Vorteil wäre, also jeder könnte es selber so nutzen, wie er möchte, aber es würden eben auch sehr viele Ideen an Bord genommen, die in der Bevölkerung unter Experten und Nicht-Experten vorhanden sind. Und das würde alles irgendwie einfließen und dieses verteilte, gemeinsame Bürgernetzwerk wachsen lassen und Gelegenheiten für alle schaffen. Wer unterstützt Sie bei der Umsetzung dieser Vision oder dieser Idee? Ja, das ist die große Frage. Ich denke, es gibt extrem viel Interesse, so wie ich das sehe, in der Bevölkerung, unter Wissenschaftlern, auch durchaus in der Wirtschaft. Also ich trage das jetzt oft vor, auch Juristen sind sehr daran interessiert, denn
Das scheint doch die Lösung zu sein für die Probleme, die wir haben, für das Problem der Komplexität, für das Problem der informationellen Selbstbestimmung, für das Problem tatsächlich Autonomie und Demokratie auch im Zeitalter dieser technologischen Revolution auch aufrechtzuerhalten und zu unserem Vorteil zu nutzen. Ja? Das ist ja der entscheidende Punkt. Und Sie glauben, dass Sie als Professor jetzt alle diese ganze Bürde tragen können, stemmen können? Ja, dafür braucht es letzten Endes viele Leute, die sich daran beteiligen. Aber ich glaube schon, dass das ein System werden kann wie bei Wikipedia, wo die Leute dann anfangen mitzumachen. Mhm. Ja? Und dazu muss es eben einfach faszinierend sein. Es muss das spielerische Element, glaube ich, auch mit dabei sein. Und wir werden sehen, ob das funktioniert. Also es ist natürlich etwas, wo man den Ausgang nicht voraussagen kann. Aber und wir Schweizer würden dann immer fragen, aber was habe ich davon, wenn ich da mitmache? Werden wir glücklicher, in eine glücklichere Zukunft aufbrechen? Oder ja, müssen wir, weil der Druck so hoch ist und es gar keine Alternative gibt? Also ich denke, dass es der Schweiz natürlich sehr gut geht und Deutschland, aber dass deswegen vielleicht auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass wir vielleicht als Letzte reagieren auf diese technologische Revolution, die andererorts schon verheerende Folgen gehabt hat. Ja, wir haben ja in vielen Ländern Europas schon mehr als 50% Arbeitslosigkeit und wir sollten eigentlich das Geld, das wir haben, jetzt Nutzen, um diese neuen Informationsinfrastrukturen aufzubauen und den Nutzen zu generieren und auch die Arbeitsplätze. Und wenn wir am Schluss unseres Gesprächs nochmals in Ihre Kristallkugel, die Sie ja nicht so gern haben, aber trotzdem in die Kristallkugel schauen, kommt es gut oder kommt es nicht gut? Ich glaube, das wird wirklich eine faszinierende Sache, die allen helfen kann, der Politik, der Wirtschaft, dem Bürger, der Wissenschaft. Also wir alle und insbesondere der Bürger können von diesem System am meisten profitieren. Herr Helbing, ich danke Ihnen für das Gespräch. Die heutige Sternstunde Philosophie ist vorbei. Wollen Sie gleich ein Marshmallow zur Belohnung oder lieber später zwei? Wenn Sie erfahren wollen, warum ein Belohnungsaufschub Ihre Chancen auf ein besseres Leben erhöht, dann schauen Sie nächste Woche das Gespräch von Stefan Klapproth mit dem berühmten Psychologen Walter Mischel.